Ich habe mal eine Frage. Besteht die Möglichkeit, dass du mal ein Basic-Video machst zur Premiere? Du hast eine super Art, das zu erklären. Vor allem auch so, dass ich beim Anschauen nicht einschlafe. Danke schon mal im Voraus. Na klar besteht die Möglichkeit. Das hier sind jetzt also die absoluten Basics in Premiere. Was sind die Dinge, die man für den erfolgreichen Einstieg wirklich wissen muss? Fun Fact, ich habe genau dieses Video hier heute Mittag schon mal aufgenommen. Aber da war in meinem Laptop, den ich für die Tonaufnahme verwende, das falsche Eingabegerät aktiviert. Denn der hat nicht dieses wunderschöne Mikrofon hier genommen, was direkt vor meiner Fresse ist, sondern das interne Laptop-Mikrofon. Übrigens, wenn dieses Video hier nicht das erste ist, was der YouTube-Algorithmus dir von mir zugespielt hat, dann ist das ein ganz eindeutiges Zeichen von den YouTube-Göttern, dass du dringend meinen Kanal abonnieren solltest. Wenn ihr Premiere das allererste Mal startet, dann wird das standardmäßig ungefähr so aussehen. Wir sehen hier auf den ersten Blick, wir haben hier unterschiedliche Fenster und diese unterschiedlichen Fenster tun unterschiedliche Dinge. Und vor allem haben wir hier drüben ein Lernenfenster und das brauchen wir nicht, weil ich werde euch ja jetzt alles beibringen. Ihr müsst also nicht mit dem Lernenfenster in Premiere lernen. Das können wir also erstmal zumachen, indem wir hier oben auf diese drei kleinen Striche klicken und dann auf Fenster schließen. Wir haben also verschiedene Fenster, die verschiedene Dinge tun. Wir haben hier oben ein Quellefenster, was aktuell sagt keine Clips. Wir haben ein Programmfenster, was aktuell sagt keine Sequenzen. Wir haben ein Schnittfenster, was ebenfalls sagt keine Sequenzen. Und wir haben hier unten unser Projekt. Natürlich sind das nicht alle Fenster, die es gibt. Adobe Premiere hat eine ganze Menge Funktionen, die sich in einer ganzen Menge mehr Fenstern verstecken. Und wenn ihr zusätzliche Fenster braucht, die im Moment gerade nicht aktiv sind, dann findet ihr die immer, wenn ihr hier oben Fenster aufklappt. Und hier ist eben eine ganze lange Liste mit den vielen unterschiedlichen Fenstern, die es gibt. Manche davon werdet ihr vielleicht nie brauchen, einige davon werdet ihr mit Sicherheit brauchen. Und zwei will ich jetzt auch für dieses Basic-Tutorial gleich mit aktivieren. Das ist nämlich einmal die Effekte und die Effekteinstellungen. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich früher oder später beispielsweise auch noch auf die Lumetri-Farbe stoßen fürs Color Grading oder beispielsweise Essential Graphics, wenn ihr zusätzliche Animationen einbauen möchtet und so weiter und so fort. Ihr seht schon, dadurch, dass wir hier oben jetzt die Effekte und die Effekteinstellungen aktiviert haben, sind die natürlich auch mit aufgegangen. Allerdings nicht in neuen Fenstern, sondern an derselben Stelle, wo andere Fenster vorher schon waren. Wir haben hier beispielsweise die Effekteinstellungen, die sind an der Stelle aufgegangen, wo vorher die Quelle war. Da können wir auch bequem hin und her wechseln, wie in einzelnen Tabs, so wie das sonst im Browser beispielsweise auch der Fall wäre, dass man eben mehrere Tabs hat. Und hier unten sind die Effekte aufgegangen, an der Stelle, wo vorher das Projektfenster war. Ihr könnt diese ganzen Fenster übrigens beliebig hin und her ziehen und dahin packen, wo ihr sie haben wollt. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, dass ich das Projektfenster ganz nach oben links in die Ecke packe. Also ihr seht schon, ich habe jetzt hier unten den Tab gegriffen und ich könnte den jetzt theoretisch überall hinziehen. Also damit würde er genau ins gleiche Fenster gehen. Damit könnte ich das rechts von dem Fenster unten, links und oben. Und ich will das eben links von diesem Fenster, weil ich das immer ganz angenehm finde, da oben meine ganzen Projektdateien, meine ganzen Videoclips und Audiodateien und so weiter zu haben. Aber das ist wirklich völlig Geschmackssache. Diese Konfiguration, welches Fenster wo ist, könnt ihr euch übrigens auch speichern in sogenannten Workspaces. Denn es ist manchmal ganz praktisch, unterschiedliche Workspaces für unterschiedliche Dinge zu haben. Denn wenn ihr beispielsweise gerade Color Grading macht, dann braucht ihr ganz andere Fenster, als wenn ihr gerade einfach standardmäßig am Schneiden seid. Oder wenn ihr vielleicht gerade Sounddesign macht, dann braucht ihr nochmal einen anderen Workspace dafür. Diese ganzen Workspaces findet ihr hier oben in der Liste und ihr seht hier auch schon, ich habe da einige vordefinierte Standard-Workspaces, nämlich einmal den Standard-Workspace, das ist der Workspace, in dem ich standardmäßig einfach schneide, dann haben wir Standard-Farbe, das ist für Breitbild eben Farbe. Ich kann ja mal draufklicken. Wenn wir mal draufklicken, dann sehen wir hier, okay, jetzt geht hier beispielsweise eben das Lumetri-Fenster mit auf, mit dem wir entsprechend eben bearbeiten könnten. Es gehen hier drüben auch die Lumetri-Scopes auf. Dann habe ich nochmal einen separaten Workspace für TikToks, wo ich eben meine TikToks schneide. Denn die sind ja hochkant. Da will ich also mein Programmfenster etwas höher haben und so weiter und so fort. Und da könnt ihr hier oben zwischen den Workspaces einfach hin und her wechseln. Und es gibt hier unter diesen zwei kleinen Pfeilen, die dann nach rechts gehen, dann noch eine ganze Menge weiterer Workspaces. Standardmäßig sind die hier oben auch anders sortiert. Das sind jetzt tatsächlich einfach die Workspaces, die ich mir da oben hingelegt habe, weil ich mit denen sehr, sehr häufig arbeite. Aber gehen wir nochmal zurück auf den Workspace, den ihr seht, wenn ihr Premiere eben das allererste Mal aufmacht. Eben nur mit den Veränderungen, die wir gerade schon gemacht haben. Und gucken uns die Fenster, die wir da haben, nochmal im Detail an. Fenster Nummer 1
ist das Projektfenster. Das ist dieses Fenster hier oben und ihr seht schon, ich habe jetzt hier eine ganze Menge an Ordnern da drin. Diese Ordner sind da standardmäßig natürlich auch nicht drin. Normalerweise wäre das eigentlich leer. Das ist tatsächlich auch einfach die Dateistruktur, die ich mir selber angelegt habe, wie ich persönlich meine Dateien strukturiere. Und lasst mir von jemandem, der das jetzt inzwischen seit ein paar Jahren macht, gesagt sein, es lohnt sich wirklich, da oben ordentlich zu sortieren. Zieht nicht einfach eure einzelnen Clips da oben in das Projektfenster rein, sondern legt euch wirklich Ordner an für die einzelnen Sachen. Gerade wenn ihr große Projekte habt, dann werdet ihr sonst so schnell durcheinander kommen und die Sachen nicht mehr finden. Mein persönlicher Workflow dafür ist eben, dass ich hier oben einmal einen Ordner für Filmmaterial habe. Da kommen meine ganzen Videoclips rein, die ich selber gefilmt habe. Und dann habe ich einen Ordner für Tonmaterial, da kommen meine Audiospuren rein. Dann habe ich einen Ordner für zusätzliche Foto- und Video-Assets. Also wenn ich noch weitere B-Roll-Sachen damit reinschneide oder eben weitere Fotos oder so mit reinschneide, dann habe ich einen Ordner für Musik. Da ist standardmäßig auch beispielsweise meine Standard-Hintergrundmusik mit drin, die ihr auch hier gerade im Hintergrund hört. Dann habe ich einen Ordner für Soundeffekte, einen Ordner für Sequenzen. Da gehe ich gleich nochmal darauf ein, was diese Sequenzen tatsächlich sind. Und noch einen Ordner für zusätzliche Metadaten. Starten wir also damit, dass wir erstmal unser Beispiel-Footage importieren. Und dazu gehen wir einmal hier in meinen Projektordner. Und ihr seht schon, ich habe hier eine sehr ähnliche Dateistruktur, wie ich sie auch eben hier in Premiere habe. Ich habe hier einmal mein Filmmaterial, da gehen wir einmal rein. Je nachdem, wenn ich mit mehreren Kameras arbeite, dann sortiere ich das tatsächlich auch noch nach unterschiedlichen Kameras, um das auseinanderhalten zu können. In dem Fall ist das jetzt tatsächlich einfach das Footage, was ich heute Mittag gefilmt habe. Das schnappen wir uns einmal. Nein, ich will es nicht aufmachen. Ich will es natürlich auswählen und hier rüberziehen und drüben in mein Filmmaterial importieren. Und genau das gleiche machen wir natürlich auch nochmal mit dem Ton, also mit dem Tonfall, was ich leider verkackt habe. Auch das schnappen wir uns einmal und ziehen das hier drüben in unser Tonmaterial. Um unser Material tatsächlich auch schneiden zu können, brauchen wir jetzt noch eine Sequenz. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich erkläre euch die Sequenzen nochmal. Die Sequenzen sind sozusagen die Container für eure einzelnen Videos, die ihr am Ende schneiden könnt. Denn ihr könnt ja mehrere unterschiedliche Videos in derselben Projektdatei in Premiere schneiden. Wir legen uns also einmal eine neue Sequenz an, indem wir hier unten auf dieses kleine Symbol klicken. Da steht auch neues Objekt dran und klicken dann auf Sequenz. Und wir nehmen uns jetzt kein vordefiniertes Preset, sondern wir wollen diese Sequenz selber einstellen. Dazu gehen wir einmal hier oben auf Einstellungen und sagen dann, unser Bearbeitungsmodus ist halt benutzerdefiniert und nicht einer von den vordefinierten. Ich persönlich schneide meinen Stuff immer ganz gerne in 24 Frames pro Sekunde. Auch das ist natürlich Geschmackssache und kann man anders machen. Ihr könntet jetzt natürlich auch 30 Frames oder 60 Frames oder noch irgendwas anderes einstellen. Ich persönlich mag 24 Frames ganz gerne, weil es einfach relativ cinematisch aussieht. Unsere Frame-Größe stellen wir standardmäßig auf 1920x1080. Das ist Standard Full HD. Wir wollen quadratische Pixel haben für Social Media, also für TikTok oder Twitter oder YouTube oder was weiß ich was. Wir wollen keine Halbbilder und wir wollen das Ganze wieder in 24 FPS und mit einem Farbraum von Rec. 709. Das passt. Wir geben dem Ganzen also hier unten noch einen Namen und sagen hier, das ist unsere Tutorial-Sequenz und sagen dann okay. Wir legen diese Sequenz an. Und ihr seht schon, jetzt ist auf einmal hier unten in der Timeline was passiert, denn hier unten ist jetzt unsere Sequenz aufgegangen, denn die Sequenz ist eben, wie gesagt, der Container quasi für diese Timeline, wo wir jetzt unsere einzelnen Clips reinziehen können. Und hier oben im Programmfenster sehen wir jetzt einen schwarzen Balken, weil unsere Sequenz eben gerade leer ist. Und hier drüben ist natürlich auch unsere Sequenz entstanden und die können wir jetzt mit in unseren Sequenzenordner packen. Und ihr seht schon, auch hier habe ich jetzt wieder einige Standardsequenzen, die eben in meiner Standardprojektdatei in Premiere mit drin sind für unterschiedliche Sachen. Wir ziehen also unsere Tutorial-Sequenz hier wieder mit rein und klappen das Ganze einmal zu. Wenn ihr das, was ich hier mache, ganz cool findet, dann freue ich mich immer sehr, wenn ihr mich und diesen YouTube-Kanal hier unterstützt. Die einfachste Art und Weise, das zu tun, ist, indem ihr ganz einfach mit meinen YouTube-Videos interagiert und zum Beispiel einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar da lasst oder das Video sogar mit euren Freunden teilt. Und wenn euch das noch nicht reicht und ihr sogar noch mehr tun wollt, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr meinen Patreon oder meinen Shop auscheckt. Okay, wir haben gerade schon mal kurz über die Timeline und über das Programmfenster gesprochen. Also machen wir doch gleich damit weiter und gehen weiter zu den nächsten beiden Fenstern und gucken uns die nochmal an, nämlich das Schnittfenster, die Timeline und das Programmfenster. Dazu ziehen wir als allererstes mal einmal unseren Clip hier runter. Wir nehmen jetzt in diesem Fall diesen Clip hier, weil ich weiß, dass der zu der entsprechenden Audiodatei gehört, schnappen uns einmal unsere Tondatei, wählen die beiden Dateien aus, sagen Rechtsklick, synchronisieren und drücken dann OK, um eben Bild und Ton
Ton an dieser Stelle aufeinander zu synchronisieren. Wir haben jetzt also unseren Videoclip hier unten in unserer Timeline und wenn wir den einmal nach vorne ziehen, dann sehen wir schon, oh, da oben tauche ja ich auf einmal auf. Das bin ich vor 4 Stunden, als ich noch dachte, mein Laptop hätte das richtige Mikrofon ausgewählt. Und wir haben hier auch ganz normal unseren Abspielkopf, genauso wie in jedem Programm, mit dem man eben Videos angucken kann, sonst ja auch. Da gibt es ja auch einen Abspielkopf, den ihr an unterschiedliche Stellen setzen könnt, sei es jetzt VLC oder Windows Media Player oder was weiß ich was. Und den können wir hier hin und her ziehen und dann seht ihr schon, okay, dann landen wir eben an anderen Stellen in unserer Timeline und ihr hört schon. Das macht auch Geräusche, weil unser Clip hat natürlich auch Sound mit dabei. Wir wollen diesen Clip jetzt aber natürlich schneiden, denn das Ganze ist ein Schnittprogramm, also will man damit Videos schneiden. Dazu haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben hier vorne einige Werkzeuge, mit denen wir jetzt unseren Clip hier unten bearbeiten können. Meiner Meinung nach die wichtigsten sind eigentlich das Auswahlwerkzeug, das ist das hier oben. Das bekommt ihr auch, wenn ihr als Shortcut einfach auf die Taste V drückt. Und dann haben wir hier unten das, die Rasierklinge, die bekommt ihr, wenn ihr auf der Tastatur auf C drückt. Unsere Varianten, diesen Clip hier jetzt also tatsächlich so anzupassen, wie wir das haben wollen, ist eben einerseits mit dem Auswahlwerkzeug. Dazu könnten wir einmal hier vorne rangehen und das Ganze quasi kürzen, also was davon wegschneiden oder wieder dran ziehen. Wir können natürlich nur bis zu der Stelle ziehen, wie lang der Clip auch tatsächlich ist. Oder wir können mit dem Auswahlwerkzeug unseren Clip eben hin und her schieben. Jetzt kann man mit dem Auswahlwerkzeug aber nicht schneiden. Es ist ja das Auswahlwerkzeug und nicht das Schnittwerkzeug. Wenn ich jetzt also beispielsweise, keine Ahnung, halt diesen Clip hier, wo man auf der Audiospur sieht, da habe ich irgendwie was gesagt, gerne isoliert haben möchte und quasi hier diese Lücke rausschneiden möchte, dann wäre das ja super unpraktisch, wenn ich jetzt nach hier hinten gehen müsste, das hier kurz ziehen müsste und dann die Videodatei wieder neu einfügen müsste. Das geht natürlich auch anders, denn dafür haben wir das Rasierklingenwerkzeug. Wir wählen uns also einmal das Rasierklingenwerkzeug aus und sagen, okay, wir wollen diese Denkpause oder Atempause oder was weiß ich, was ich da auch immer gemacht habe, rausschneiden. Setzen also hier mal einen Schnitt mit unserem Rasierklingenwerkzeug und setzen auch hier hinten einen Schnitt mit dem Rasierklingenwerkzeug. Nehmen dann wieder unser Auswahlwerkzeug, wählen uns das hier in der Mitte aus und drücken dann auf Entfernen. Und damit haben wir auf einmal 2 unterschiedliche Clips. Und die können wir jetzt entsprechend wieder aneinander dran ziehen und damit haben wir hier einen passenden Übergang. Basics mit Adobe Premiere. Was müsst ihr wirklich wissen für den Einstieg? Wenn ihr Premiere das erste Mal... Und ihr hört schon, das Ganze klingt absolut beschissen, weil mein Laptop und so, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das sind im Grunde auch schon die ganzen Tools, die ihr für den Rohschnitt braucht. Damit könnt ihr jetzt wirklich schon Videos schneiden, indem ihr einzelne Videoclips in eure Timeline zieht und die tatsächlich so zuschneidet, dass eben die ganzen Atem- und Denkpausen dazwischen rausgeschnitten werden. Das reicht natürlich aber häufig nicht aus. Damit kann man zwar einen Rohschnitt machen, aber was ist, wenn wir da jetzt noch zusätzliche Elemente reinbringen wollen? Wir wollen vielleicht zum Beispiel an dieser Stelle hier noch ein Bild darüber legen. Dann schnappen wir uns einmal das Bild, was ich im Vorfeld schon importiert habe, hier raus und legen das quasi über unser Footage drüber. Und damit seht ihr auch schon, was hier die einzelnen Ebenen eben machen. Wir haben hier einmal unsere Video-Layer oder Spuren, wie die im Schnitt klassischerweise heißen, und wir haben unsere Audiospuren. Und da können wir jetzt tatsächlich mehrere Sachen übereinander legen. Und das, was eben in den Videos ganz oben liegt, ist das, was auch oben angezeigt wird. Ihr seht also beispielsweise, wir haben hier ein viel zu großes Bild, das müssen wir gleich noch kleiner machen, aber würde ich jetzt beispielsweise meinen Videoclip nehmen und den entsprechend über das Bild drüber ziehen, dann ist das Bild halt nicht mehr sichtbar, weil ja mein Videoclip das komplette Programmfenster ausfüllt an dieser Stelle. Das wollen wir an dieser Stelle aber natürlich nicht machen, also ziehen wir das einmal wieder hier runter, schnappen uns unser Bild und gehen dann hier oben in unser Effekteinstellungsfenster. Damit kommen wir jetzt zu den beiden Fenstern, die wir ganz am Anfang noch aktiviert haben, wo ich gesagt habe, die sind auch sehr, sehr wichtig, auch wirklich für die Basics, nämlich das Effekteinstellungsfenster und das Effektfenster. Ihr seht schon, wir haben auf dieses Bild hier am Anfang eigentlich gar keinen Effekt draufgezogen und trotzdem werden hier im Effekteinstellungsfenster schon einige Sachen angezeigt. Das ist ganz einfach so, weil es so ein paar Standard-Effekte gibt, die eigentlich keine Effekte sind, sondern so Standard-Parameter, die sowieso jeder Clip hat. Also jeder Clip hat eine Position, wo er sich im Programmfenster befindet. Jeder Clip hat eine Skalierung. Damit können wir das Ganze jetzt entsprechend beispielsweise kleiner machen. Jeder Clip hat eine Rotation, die wir halt verändern können und so weiter. Und ganz genauso, wenn wir jetzt einen Clip auswählen, der auch einen Audio-Part hat, dann kommen hier unten noch Audio-Dinge dazu, denn auch jeder Audio-Clip hat beispielsweise eine Lautstärke. Das zählt eben mit zu den Standardeffekten, die auf jedem Clip mit drauf sind. Wir wollen also zum Beispiel, dass dieses schöne Bild hier jetzt nicht das komplette Programmfenster ausfüllt, sondern
dann schön neben mir angezeigt wird. Dazu nehmen wir also nochmal die Skalierung dieses Bildes ein bisschen runter und können das Ganze hier entsprechend dann auch an den Positionsparametern verschieben. Das Ganze geht mit den Standardeinstellungen für die Bewegung aber auch noch ein bisschen einfacher. Denn wenn wir hier oben einmal auf Bewegung klicken, dann seht ihr auf einmal kommen hier drüben so blaue Händel mit dazu und damit können wir das Ganze auch tatsächlich hier drüben direkt verschieben oder eben auch skalieren und rotieren und so weiter und das verändert eben entsprechend die Werte hier drüben in unserem Effekteinstellungsfenster. Wir schnappen uns also einmal unser Bild, machen das noch etwas kleiner und ziehen das vielleicht an die Stelle, wo wir das Ganze entsprechend haben möchten. Und wenn wir dann noch irgendwelche zusätzlichen Effekte brauchen, dann finden wir die eben hier unten in unserem Effektfenster. Ich werde jetzt nicht auf alle Effekte, die es in Premiere gibt, im Detail eingehen. Das würde bei Weitem nicht in ein einzelnes YouTube-Video passen, aber ihr seht schon, auch die sind hier schon vorsortiert, denn es wird direkt unterschieden zwischen Audio-Effekten und Video-Effekten und auch zwischen Effekten und Überblendungen. Eine Überblendung ist also quasi ein Übergang von einem Clip zu einem anderen Clip oder von einem Clip quasi ins Nichts. Wenn wir also beispielsweise wollen, dass unser Bild hier schön langsam eingeblendet wird, dann gehen wir vielleicht einmal auf die Video-Überblendungen, dann auf Blende und nehmen uns hier die weiche Blende und ziehen die hier entsprechend auf den Übergang drauf. Dann ziehen wir einmal hier unten an diesem Handle, um uns diesen entsprechenden Ausschnitt größer zu machen und ziehen dann unsere weiche Blende eben hier etwas größer, damit die etwas länger dauert. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, dann sehen wir eben, das Bild, was wir gerade eingefügt haben, wird jetzt hier entsprechend langsam eingeblendet. Oder wenn wir vielleicht noch ein bisschen was abschneiden wollen von diesem Clip, dann gehen wir eben einmal auf die Videoeffekte, scrollen dann hier runter bis zu Transformieren und wählen uns hier den Zuschneiden-Effekt aus und ziehen den auch einmal auf unseren Clip rüber. Und auch den können wir jetzt eben entsprechend hier wieder auswählen und das Ganze damit hier zuschneiden. Oder wir machen das Ganze eben hier drüben wieder an unseren Reglern. Das sind so die absoluten Standard-Features von Premiere, die absoluten Basics für euren ersten Schnitt. Wenn ihr schon ein bisschen tiefer drin steckt, dann findet ihr da drüben jetzt noch ein weiteres Video, in dem ich euch zeige, wie ich persönlich meine Clips mit Adobe Premiere Color grade. Das war's von mir. Ciao, ciao!